Mittlerweile fragen sich alle, die aktuell noch Ranked spielen, warum wir für Kills keine Punkte mehr bekommen. Ich habe tatsächlich die Antwort darauf, die Respawn leider offenkundig nicht so richtig kommuniziert hat. Die Leute, die in den ersten 2 Wochen Master erreicht haben, herzlichen Glückwunsch. Bis dahin war es tatsächlich mega, mega easy. Es ist aber tatsächlich im Hintergrund etwas passiert. Alle, die darüber hinaus jetzt versuchen, noch auf Master zu kommen, wie ich zum Beispiel, mir fehlen noch ungefähr 1500 Leiterpunkte und es dauert echt ewig, weil es nicht einfach ist, nach vorne zu kommen, ohne irgendwie sich vernünftige Platzierungen zu holen. Es hat sich etwas geändert und es macht es uns, die versuchen irgendwie noch halbwegs auf ehrliche Art und Weise auf Master zu kommen, es macht es uns extrem schwer. Dank der Community, die die ganze Zeit nur am Retten und am Campen ist. Es ist tatsächlich der Punkt, warum sich da was geändert hat. Respawn hat festgestellt, irgendwie ist das neue Ranked-System doch nicht so geil. Es gibt verdammt viele Punkte für Platzierungen und viele riskieren ihre gerade mal überhaupt nicht viel bedeutsame minus 35 Punkte, die es zum Start einer jeden Runde gibt, die abgezogen werden, werden einfach nicht riskiert. Es wird sich bis in die Top 10, Top 5 gekämmt, ohne überhaupt irgendwas zu machen. Respawn hat das gecheckt, leider zu spät da irgendwie reingegrätscht und haben jetzt tatsächlich vor einiger Zeit, seitdem wir tatsächlich keine Punkte mehr bekommen für Kills, haben die ein verstecktes System noch mit implementiert, was dir keine Leiterpunkte gibt. Das ist so eine Art Algorithmus, der erkennt, was machst du eigentlich die ganze Zeit in dieser Runde. Killst du die ganze Zeit, irgendwelche Squads, chasest du Gegner, hast du Spaß in der Runde, spielst du das Spiel so, wie man es spielen sollte, oder rettest du dich nur von einem Spot zum nächsten in die neue Zone, machst rein gar nichts und rührst vielleicht kurz mal den Triggerfinger, kurz bevor die Runde zu Ende ist, weil du vielleicht den finalen Kill machst. Und genau das ist das, was passiert. Im Hintergrund läuft ein Algorithmus, der erkennt, was du machst. Wenn der Algorithmus erkennt, du machst nur Mist und hängst nur rum und machst nothing, bekommst du selbst für 5 Kills nichts. Das kann nämlich theoretisch, und das ist tatsächlich oft so, Hot Drop, du machst 3, 4, 5 Kills, machst vielleicht 10 Squad Kills und danach passiert einfach nichts mehr. Das heißt, wenn du nicht ergo in dieser gesamten Runde dir so richtig schön den Arsch aufreißt, bekommst du tatsächlich keine Punkte. Und ich habe ein sehr, sehr gutes Beispiel. Bei mir zum Beispiel, ich hatte jetzt vor 2, 3, 4 Tagen, habe ich die erste Runde auf Dia 2 mit Randoms gespielt. Offstream, und wir hatten zu 80% einfach nur Action. Die Runde mit den Randoms gewonnen und ich habe knapp 400 Punkte für diese Runde bekommen, weil wir einfach 80% Action wirklich von einem Spot zum nächsten, hier ein Kill, da ein Respawn und so weiter und so fort, und die restlichen 20% waren einfach mal ein bisschen chillig, irgendwo schimmeln, mal kurz warten, bis die Zone geschlossen ist, dann ging es weiter in die Action, so wie man Apex Legends eben spielt. Vernünftig, sich ehrlich diese fucking scheiß Master Badge erspielen, so wie sich das gehört. Also die Nachricht an alle, hört auf zu retten, zu campen, und an alle, die da so viel Spaß dran haben, ihr macht dieses System damit kaputt. Keine Frage, das System ist scheiße, es lädt zum Campen ein. Aber ist es das wert? Kann ich mich daran aufgeilen, eine Master Badge in meiner Legende reinzupacken, die ich mir nur erkämpft habe und rein gar nichts dafür tue? Das, Leute, kann es doch tatsächlich nicht sein. Was hat also diese Master Badge für euch da draußen, die sie wirklich nur so erreichen? Was hat diese Master Badge? Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr euch angesprochen fühlt. Was hat diese verdammte Master Badge für euch für eine Bedeutung, wenn ihr wisst, dass ihr eigentlich gar nichts tut zu 90% und den Rest macht die Platzierung? Das ist doch ultra langweilig. Viele hatten tatsächlich die Vermutung, Mensch, wenn ich schwächere Gegner töte, bekomme ich doch weniger Punkte. Das System wurde nämlich vor, keine Ahnung, 2, 3 Jahren eingeführt, dass du eben nicht die gleichen Punkte für einen Kill bekommst, wenn du als Dia-Spieler einen Bronzespieler killst, als wenn du als Dia einen Master oder einen Pred-Spieler tötest. Dann ist natürlich der vermeintlich höhere Rang ein wertvollerer Kill, als wenn du einen schwächeren Gegner tötest. Das ist quasi nicht der Hintergrund. Also Leute, bewegt euch ein bisschen. Ach so, natürlich, das muss ich dazu sagen, leider funktioniert das System nicht 100% einwandfrei, weil hier und da gibt es tatsächlich Runden, wo du wirklich eine Menge machst,
wirklich eine Menge probierst, Leute tötest und eben nicht schimmelst. Und auch da passiert es tatsächlich, dass es keine Punkte gibt. Das System ist leider alles andere als fehlerfrei. Das muss man natürlich auch sagen. Da muss Respawn unbedingt nachbessern. Aber ihr wisst jetzt Bescheid, warum das so ist. Warum das Respawn nicht offen vernünftig kommuniziert hat. Weil wenn das Respawn vernünftig kommuniziert hätte, dann würden die Leute vielleicht sauberer spielen und eben nicht sich dahin getriggert fühlen, einfach rumzuschimmeln. Leute, das war's von mir. Ich bin auf eure Kommentare gespannt und ich rechne mit jedem negativen Kommentar, der mir aber ganz, ganz ehrlich mega weit am Hintern vorbeigeht, weil Apex spielt man nicht so. Verdammt nochmal, spielt endlich Apex so, wie sich's gehört. Es ist ein fucking Battle Royale, also bewegt euren Arsch und verdient euch verdammt nochmal euren Sieg, so wie sich das gehört, und tötet die Gegner auf ehrenwerte Weise und nicht aus irgendeinem Baum heraus oder irgendeiner Felsspalte. Es ist einfach muschi. Das waren die Abschlussworte für heute. Ich wünsche euch was. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Haut rein, ciao.